So, hi, der Marc von Piercing Studio Wien hier und wir haben was Neues, nämlich ein super neues Richtmikrofon. Ich mache das gleich mal hin, dass ihr mal hört, wie cool das klingt. Ich habe das Handy in der Hand, es wird jetzt ein bisschen wackelig hier, die ganze Aktion. Oh, mal einstecken. So. Na, klick, jetzt ist es dran. So. Und jetzt müsstet ihr hören, dass der Ton viel, viel besser ist, dass das Ganze sich viel besser anhört hier und ihr mich auch noch besser versteht. Und was wir jetzt gleich machen werden, wir machen mal wieder ein Video von einem Piercing-Fail. Es ist nichts Schlimmes, es ist ein Piercing, was wir sogar gestochen haben. Nein, ich habe keinen Fehler gemacht, sondern es kam einfach zu ein paar Problemen. Die Kundin hat ein bisschen falsch gehandelt, falsch reagiert, kam aber zu uns, weil sie natürlich sagt, hey Mensch, ihr wisst, was zu tun ist und mich kennt. Und ich schaue es mal an. Da werden wir ein Piercing wechseln müssen, da haben wir eine Kontaktdermatitis, ich habe schon mal einen Blick drauf geworfen. Ist ganz spannend, schaut euch mal an und ich hoffe, das neue Mikrofon gefällt euch. Gebt mir bitte euer Feedback dazu, wie das ist, ob das jetzt besser ist oder nicht. Und mit dem Autofokus sind wir auch dran. Nur das Problem ist, wenn wir natürlich einen Fokus und keinen Autofokus haben und ich bewege mich dann im Studio oder auch den Kunden, dann haben wir natürlich oft unscharfe Spots. Müssen wir probieren, wie das wird, wenn wir ohne Autofokus arbeiten. Also lasst euch überraschen. Bis gleich. So, der Marc vom Piercing Studio Wien hier. Und was sehen wir da? Da sehen wir ein Bauchnabelpiercing mit einer sogenannten Kontaktdermatitis. Das ist also ein Ausschlag, den du da hast und der juckt jetzt. Ja. So, ich erkläre mal die Vorgeschichte nochmal, dass es alle jetzt sehen. Du hast das Piercing bei uns stechen lassen. Mhm. Vor ungefähr einem Dreivierteljahr. Dann war nichts, dann war alles gut. Ja. Du warst beim Wechseln brav und hast dich mit dem Piercing gefreut. Ja. Dann war alles gut. Also, das ist mal gut. Also, ich war von Anfang an unschuldig, so. okay. Und jetzt auf einmal hast du begonnen, etwas zu eitern oder du hast gedacht, es wäre Eiter und hast dann selbst behandelt mit Prontolin Spray. Ja. Gut. Und dann ging das ein bisschen weg, dann kam das wieder und dann ist es aber immer innen drin ein bisschen rotblutig geworden, so ein Blutbläschen in der Art und dann ist dieser Ausschlag gekommen zum Schluss. So. Ja. Okay. Also, was ist da jetzt passiert? Du hast wahrscheinlich hast du gar nicht wirklich geeitert, sondern ein Wundsekret gehabt. Mhm. Es kann sein, dass du vielleicht ein Wildfleisch gekriegt hast oder ein leichtes beginnendes. Das schauen wir jetzt gleich mal an. Ich mache den Schmuck jetzt mal raus. Ja? Mhm. Das kann aber auch sein, das war im Endeffekt nur eine Irritation, weil du vielleicht hängen geblieben bist oder irgendwas hat sich das Piercing ein bisschen beleidigt, ein bisschen entzündet. Mhm. Und du hast dann eben gedacht, das ist Eiter und du musst es behandeln. Was generell nicht dumm ist oder nicht falsch ist. Jetzt hast du aber einen Fehler gemacht. Du hast den Prontolin Spray genommen. Jetzt denken sich alle, warum sagt er, das ist ein Fehler. Der Fehler an der Sache war, dass auf dem Prontolin Spray draufsteht, dass er nach 3 Monaten nicht mehr verwendbar ist. Mhm. Weil da kommt Sauerstoff rein. Und dann läuft er ab, wie eine Nasensalbe, Nasenspray etc. pp. Das schmeiße ich mal weg. Ja. Mhm. Also hier sieht man zum Beispiel auch gar keine Eiterspuren dran. Das, wenn es Eiter wäre, wird es ein bisschen anders aussehen. So, du hast letztlich innen drin vielleicht eine Tendenz zu Wildfleisch, aber nicht wirklich. Also ich weiß, dass das, was hier sichtbar ist, ja, das ist ausgetrocknet und alles. Es kommt davon, wenn du diesen Spray verwendest, wenn der nicht mehr haltbar ist. Mhm. Weil dann fehlen dem einfach gewisse Stoffe. Ja, welche genau, müssen wir jetzt den Hersteller fragen, was dann nach 6 bis 7 Monaten alles nicht mehr vorhanden ist, das genau die Haut ausgetrocknet und kaputt macht. Und im Endeffekt sieht man das hier. Das heißt, du bist darauf allergisch geworden, weil dem Inhaltsstoffe fehlen, die vielleicht eben genau dagegen angehen. So, jetzt ist die Lösung hier recht einfach. Erstmal werde ich dir jetzt, natürlich, weil ich es desinfizieren muss, kurz mit dem Spray drauf sprühen. Ich kann natürlich das nochmal kurz reizen, aber das ist ein frischer Spray, also der ist jetzt nicht irgendwie 3 Monate oder älter. Steht auch hier drauf übrigens, 12 Wochen nach dem ersten Verwenden soll man den nicht mehr verwenden. Das steht hier drauf. So, das ist gar kein Vorwurf an dich, ja? Das passiert tausend, aber das, für alle, die es hören, merken sich das vielleicht und schreiben sich, deswegen ist da auch so ein Feld drauf, wo man drauf schreibt. Das ist das Einzige, was ich habe, ne? Ja, genau. Denken ist gut, ist auch richtig. Aber in dem Fall hast du leider eins nicht danach gelesen. Das macht auch fast kein Mensch. Ja. Ich habe ehrlich gesagt, bevor ich mich mit diesen Produkten damit auseinandergesetzt habe, hätte ich mir auch den alten Spray drauf gesprüht. Ja, woher soll ich das denn wissen, bitte? Mhm. Aber jetzt weißt du es. So, Lösung ist jetzt hier, ich gebe dir mal ein neues steriles Piercing rein, weil man natürlich einfach, möchte ich da einen sterilen Schmuck haben, dann nehmen wir bitte kein Prontolin mehr. Deinem Körper reicht es jetzt gerade mit Prontolin, auch wenn du einen neuen nimmst, der jetzt vielleicht wirklich gut wäre oder das nicht mehr machen würde, weil dein Körper hat jetzt gerade mal die Schnauze voll von Desinfektionsmittel. Deswegen nimm da bitte keine mehr, sondern nimm
rein, also das ist ein steriler Schmuck. Einfach wieder mit weißem Stein nehme ich das her. Das ist einfach passt. Oder? So ist eine andere Farbe jetzt. Na, aber kann ich da auch wieder den Stein haben wie vorher? Natürlich, gehst du auch wieder Stein. Habe ich gar nicht gesehen, dass da unten rein. Ja. Das fällt natürlich dir als Frau sofort auf, dass das nicht so glitzert wie vorher. Das war das Erste. Das merkt man sich. Das merkt man sich sofort. Und dann nimmst du in dem Fall, hier braucht man eine Salbe mit ein bisschen Cortison drin und ein bisschen Antibiotikum. Mhm. Da wäre dann die Progenta-Salbe das Wahlprodukt, okay, was man hier sich nehmen sollte. Und dann wird sich das, sage ich mal, ganz schnell wieder beruhigen. Dann wird diese Dermatitis weggehen und dann wird auch dein Wildfleisch zwingend damit auch verschwinden. Was lernen wir aus der Geschichte? Ganz einfach nur das, wenn sowas ist, bitte komm gleich zu mir. Wenn du zu mir gekommen wärst mit diesem Eiter-Thema, hätte ich gesagt, weißt du was, das eitert nicht, das ist vielleicht normal. Oder du bist vielleicht hängen geblieben, hättest du gesagt, ah ja stimmt, jetzt erinnere mich dran oder war irgendwas. Ja. Dann hätte ich dir wahrscheinlich eine andere Salbe gegeben. Oder ich hätte gesagt, nimm Prontolin-Spray und Gel, aber nimm ein frisches. Ja. Und nicht eins, was schon ewig daheim liegt. Weil das ist meine erste Frage, wie alt ist das? Ja. Und dann hätten wir uns das Ganze gespart. Jetzt ist es nicht weiter schlimm, dein Bauchnabel wird deswegen nicht irgendwie abfallen und dein Kissing wird auch wieder gerettet werden. Ich würde dich nur gerne nochmal sehen in circa 2 bis 3 Wochen. Okay. Es wird wirklich wahrscheinlich schlagartig besser werden und auch innen drin, dieses Rötliche wird weggehen, ja, und das Jucken wird aufhören. Ja. Bitte kratz nicht dran, guck, dass du Low-Waist-Hosen trägst, dass die nicht, ja, auch noch drauf kommen und gerade Gürtelschnallen sowas, da ist immer Nickel drin, das sollte jetzt auch nicht keinen direkten Kontakt, okay, haben, dann passt das eigentlich. Okay, super. Zur Sicherheit bitte nicht damit in die Sauna ins Dampfbad ins Solarium gehen, ja, und nicht schwimmen gehen damit. Ja. Ja? Einfach jetzt mal so lassen. Ja. Gut. Dann steriler Schmuck drin, Pflege verstanden, und dann sehen wir uns quasi in den nächsten Wochen wieder, ja, und dann machen wir ein Follow-up-Video, dann wird das komplett verschwunden, okay, sein, verspreche ich dir. Passt. Danke. Danke fürs Kommen, danke fürs Filmen und euch danke fürs Zuschauen, und das werden wir hinkriegen, wie alles andere auch. Ja? Gut.